Der Bruder sagt, wie ist das beim Gebet? Gehe ich zuerst mit den Händen oder erst mit den Knien runter? Gibt es da eine bestimmte Methodik, die uns von der Sunna überliefert ist? Diese Sache ist umstritten unter den Gelehrten Achil Karim, ob man erst mit den Händen oder erst mit den Knien runtergeht. In jedem Falle, wenn man das macht oder das macht, das Gebet ist gültig. Weil wir reden hier über eine Sunna-Handlung. Das ist keine Handlung, die Pflicht oder sogar eine Säule ist. Insofern geht man runter und wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Unsere Gelehrten bevorzugen, dass man zuerst mit den Händen heruntergeht. Beide Überlieferungen sind daif. Beide Überlieferungen sind daif. Sowohl, dass man zuerst mit den Händen runtergeht, als auch, dass man mit den Knien heruntergeht. Aber die mit den Knien ist noch schwächer. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya dhakir al-ashab, kum mutaaddiba.